Was geht ab, YouTube? Ich hoffe, allen geht's gut. Ihr seht's, ich bin wieder im Gym. Das heißt, es steht ein weiteres Trainingsvideo an. Heute zum ersten Mal Beine, was ich euch heute zeige auf YouTube. Ihr wisst Bescheid. Endlich die Hose auch auf YouTube. Ja, heute das Main Lift, stehen eben die Hack Squats an. Das heißt, heute ein Squat, dominanter Tag. Ich mache es immer grundsätzlich so, dass ich Beintrainings auch aufteile. Also einer eben wie heute Squat-dominant, der andere eben Hip-Hinge-dominant, wo ich eben eine Deadlift-Variante mache. Heute wird wieder ziemlich zerstört. Es wird sicher ein gutes Training. Voll drauf, wie immer das Motto. Und ja, natürlich wieder einige Tipps dabei. Ich habe schon lange aufgewärmt jetzt. Bei der ersten Übung, ich fange halt immer mit Waden an, weil ja, Schwachstelle muss man zuerst machen. Und am Anfang bin ich einfach noch fokussiert. Das heißt, da habe ich auch meine Energie und nicht irgendwie am Ende vom Training, wo ich dann irgendwie schon schwach bin oder ich weiß nicht, nicht mehr so fokussiert. Deswegen am Anfang vom Training kann ich voll drauf gehen und das Beste rausholen, damit eben meine Waden irgendwann auch einmal zu meinen Oberschenkeln passen. Genau, da mache ich immer 4 Sätze schon am Anfang davon vom Training. Ja, muss natürlich nicht jeder so machen, aber grundsätzlich finde ich es auch ganz angenehm. Ich kann durch eine andere Isolationsübung, weiß nicht, Leg Extension oder Leg Curl sein, aber finde ich grundsätzlich ganz gut vor dem ja, Main Movement, besonders eben für fortgeschrittene Leute. Genau, dann geht es jetzt los mit der ersten Übung, Waden, yeah, Body. Heute fange ich an mit der stehenden Variante, das ist auch immer ganz wichtig, weil sie einen Trainingsplan einbaut, quasi eine Variante, wo man das Knie gestreckt hat, also das Knie gestreckt hat und eine, wo das Knie abgewinkelt ist, einfach um die zwei unterschiedlichen Wadenmuskeln einfach besser zu treffen. Ja, viel mehr Varianten gibt es natürlich dann nicht, dass jetzt quasi man die Füße nach außen oder innen dreht, ist nicht so wichtig. Genau, dann erste Übung, voll drauf, so wie immer. Let's go. Ja. Ihr seht, Intensität ist ganz wichtig, nicht nur irgendwie bei den Grundübungen, sondern auch gerade bei Schwachstellen oder auch eben generell bei Isolationsübungen. Muss die Intensität genauso gut sein wie, weiß ich, normalen Squats, ja? Voll drauf. So, endlich sind wir bei der zweiten Übung, Hack Squats, und zwar mit den Bändern hier. Das hilft natürlich, dass die Widerstandskurve halt angepasst ist, sonst ist es einfach extrem schwer unten für die Knie. Das habe ich jetzt mal auch gemerkt, wo ich die Bänder nicht richtig eingestellt hatte. Ja, ist aber eine große Belastung für die Knie und mit den Bändern ist es eben quasi besser angepasst, dass es dann quasi unten verhältnismäßig leichter ist, aber quasi eigentlich dann über die ganze, ja, Bewegungsradius ja, besser an das Kraftprofil quasi angepasst ist. Ja, neuer Topsatz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen zweiten Satz machen werde, weil einfach das ist jetzt 200 Kilo. Bis jetzt habe ich immer zwei Sätze gemacht, oder was heißt bis jetzt, die letzten zwei Wochen halt, habe ich zwei Sätze gemacht, aber es zerlegt mich immer schon ziemlich hart, deswegen muss ich schauen, ob ich das überhaupt noch so beibehalte. Weil Stimulus ist gut, aber wenn quasi die Fatigue viel zu groß ist und ich dann teilweise 20-30 Minuten Pause machen muss und nach dem zweiten Satz, zahle ich das auch nicht ganz aus. Für mich heißt es jetzt fokussieren. Ja, ich bin gerade nicht so in meiner Zone, aber mit der Musik und mit ja, ein paar Klatschen ins Gesicht geht das schon und dann wird zerlegt hier, damit wieder alle wissen, dass ich hier bin. No mercy, ihr wisst, was abgeht, Alter. Was ist geplant? Leg dich mal. Wie viel tiefer bist du ungefähr? Also, willst du? Ich werde wahrscheinlich eher ober im Bereich oder drüber sein. Aber wie abstehen soll. 210? 210? Ja. Wie waren die?
Gefickt, Alter. Bleib mit, Baby. Viel hilft viel. Okay, nach gefühlt 2 Stunden sind wir jetzt endlich bei der dritten Übung, quasi mein zweiter Main Lift für heute. Das heißt Single Leg Press, aber im Vergleich zu dem Hack Squat, wo ich am Oberkörper aufrecht war, quasi diese Bewegung hatte, bin ich jetzt am Oberkörper in dieser Ebene und drück quasi nach vorne, ja, horizontal weg. Ja, wie gesagt, einbeinig. Ganz wichtig finde ich grundsätzlich bei einbeinigen Sachen, vor allem für die Füße, aber generell einseitigen Sachen, ist, dass man das als einzelne Sätze betrachtet, das heißt, dass man immer wieder Pause macht dazwischen und nicht irgendwie die eine Seite. Und dann ist man einfach, okay, wenn ich den rechten Fuß zuerst mache, okay, der linke Fuß hat zwar noch Energie, aber einfach gesamt energietechnisch für den Körper ist man einfach nicht mehr ganz so fit. Deswegen möchte ich das als einzelne Sätze betrachten. Ja, generell hier auch der Fokus ist für mich quasi, ich drücke aus den Fersen, weg und um auf den Glute Drive zu fokussieren. Es ist wieder eine gute Steigerung dabei. Wie gesagt, vorhin habe ich gerade nur einen Satz bei den Hack Squats gemacht, weil der hat mich hier schon paniert. Mehr geht da. Also, wenn ich noch einen Satz gemacht hätte, wäre es sowieso aus. Also, ja, wieder fokussieren. Ich finde auch generell wichtig, eben die Intra-Workout Carbs, um dann eben voll drauf gehen zu können. Let's go. Easy, come on. Warum ist der Scheiß so anstrengend? Aua. Okay, mittlerweile bei der vierten Übung. Nordic Hamstring Curl ist quasi ein Gerät, ist ganz praktisch. Muss man halt schauen, weil es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen, dass man halt immer gleich hat. Das ist immer so ein bisschen eine Sache bei Geräten. Ja, wenn man halt dann hier runter geht quasi, verschiebt sich das Gewicht hier hinten und quasi dann hilft es halt unten. Und umso weiter es halt noch wieder oben geht quasi, hier hilft das Gewicht gar nicht. Ja. Ist quasi wie ein Lying, also eine Leg Curl Variante, nur eben mit anderen Bewegungsmuster, dass eben sich der Oberkörper bewegt und nicht das Schienbein. ja, mir tut es übrigens sehr gut. Natürlich viele Gyms haben dieses Gerät nicht. Man kann das machen, zum Beispiel auf dem Latzugturm kann man sich so reinhängen. Ist halt dann ohne diese Hilfe kann man sich dann so quasi vom Boden runterstoßen. Manche haben das auch am Boden, quasi so ein Teil, das man so am Boden machen kann. Ja, ist eher halt eine Assistance-Übung. Mir tut die, wie gesagt, sehr gut, weil ich merke, dass es einfach für mich eine Schwachstelle ist hier unten. Sag wo? Die Verbindung einfach von den Waden ist generell bei Leg Curls, die Waden natürlich auch dabei, weil quasi
ein Wadenmuskel auch beteiligt ist bei der Abwinklung des Knies. Ja, dann let's go. Für mich ist hier auch wichtig, dass ich mich quasi zuerst hinten reinspanne mit den Fersen, hier hinten dagegen quasi mit Spannung in die Übung reingehe, ja, damit man eben gut die Zielmuskulatur trifft. Und Setup ist einfach immer generell ein sehr wichtiger Punkt. Fühlt sich immer so an, als würde dann quasi der Hamstring unten beim Knie abreißen, wenn man da unten ist. Also dann mittlerweile bei der vorletzten Übung endlich angekommen. Hip Thrusts am Gerät. Viele denken sich jetzt vielleicht, vor allem die Männer, Hip Thrusts machen. Ja, das ist nur was für Frauen, aber ist nicht unbedingt so. Starke Glutes ist auch sehr wichtig, nicht nur jetzt optisch gesehen, natürlich gefällt es den Frauen auch, aber auch generell einfach für die Körperhaltung und für andere Übungen, einfach damit das Ganze zusammenpasst. Hip Thrusts sind hier generell dann für die verkürzte Position, also für die volle Kontraktion sehr gut geeignet. Das ist natürlich jetzt am Ende vom Training nicht mehr ganz so leicht, aber ja, verwende ich halt auch nicht so viel Gewicht, sondern eher auf mehr Wiederholungen, dass ich dann oben wirklich schön in den Squeeze reinkomme, für circa 1-2 Sekunden halten. Ja, wie gesagt, für mich ist eher die Hinterseite eine Schwachstelle, wenn man das so sagen kann. Und deswegen mache ich das, damit ich Gains mache. Vielleicht noch ein paar wichtige Punkte zur Übung. Vom Stand grundsätzlich eher hüftbreit und dass quasi das Schienbein vertikal zum Boden geht. Das heißt auch, dass der ja, nicht zu spitz im Kniewinkel und so weiter, sondern wie gesagt, der Fuß gerade runter geht. Ihr habt es auch gesehen im Video, ich versuche mein Kinn unten zu halten. So fokussiere ich mich eben drauf, gut aus meinem Gluteus zu arbeiten und nicht irgendwie mit dem Hüftschwung quasi durch den Oberkörper zu arbeiten, sondern eben indem ich das Kinn unten halte, klappt es ganz gut, dass man eben das rausnimmt und eben die Zielmuskulatur, die man eben trainieren will, auch trifft und nicht einfach irgendwie um und um schwingt. Ja. Und was vielleicht auch noch zu sagen gibt, ist, am Ende habe ich dann noch ein paar Wiederholungen ohne Halten gemacht. Das ist halt, wenn man keine Energie mehr hat, kann man es so als Dropset mehr oder weniger sehen. Dann noch quasi richtig auspumpen. So, endlich die letzte Übung für heute. Nochmal Ausfallschritte. Ich mache es ohne Gewicht, wirklich sehr kontrolliert. Versuche den Oberkörper sehr aufrecht zu halten. Und ja, ihr seht es dann eh im Video. Ich werde zwei Längen gehen, das sind so um die 3 bis eher 4 Minuten insgesamt. Also, es geht schon ordentlich rein, es krampft schon ziemlich. Ja, insgesamt habe ich heute das Volumen wieder etwas reduziert. Ich muss da echt schauen, dass ich da einfach ja, ein bisschen out, also einfach auf meinen Körper höre, weil wie gesagt, gestern. Bei Rest Day, da habe ich mich echt auch mental eher sehr, sehr erledigt gefühlt irgendwie. Ja, ich denke, dass es halt auch gut fürs Training ist, weil ich oft sehr lange im Training bin, im Gym bin heute schon wieder. Mental sehr anstrengend ist, dass ich da einfach auf meinen Körper höre. Und ja, deswegen auch hier jetzt einen Satz weniger. Natürlich, man sollte nicht zu sehr hin und her machen. Natürlich, die Übungen sind die gleichen. Aber ja, ich denke, meine Intensität ist ganz gut, dass es ganz gut passt. So. Also, eben letzter Satz, einmal sterben und dann gibt es endlich was zu essen.
Game over. Ciao, Leben. Es brennt ein bisschen. Aber gut. Aus zwei Längen sind drei Längen geworden. Sieht man mal wieder, wenn man das Volumen kürzt, dass man quasi auch in den Sätzen, die man noch macht, noch mehr rausholen kann, weil es einfach so eine Kopfsache auch teilweise ist. Wenn man noch im Hinterkopf hat, dass man noch was machen muss. Und so wusste ich, dass der letzte Satz, da geht noch mehr. War gut, würde ich sagen. Mega. So, ich bin schon ziemlich erledigt jetzt. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch 10 Minuten Bauch gemacht. Mache ich immer am Beintag noch 10 Minuten. Da schaue ich halt immer, dass ich verschiedene Übungen mache, quasi alle Komponenten dabei habe, seitliche Bauchmuskeln, untere, obere Bauchmuskeln, quasi dynamisch und statisch auch. Also statisch wäre dann eben so wie ein Plank, wo man halt hält. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen an Tipps und Tricks und ja, wie man halt so reingeht ans Programming in eine Übung generell, worauf man so achten sollte. Intensität war sehr gut heute, bin grundsätzlich ganz happy mit dem Training. Ich werde jetzt noch ein bisschen posen, wie gesagt, und dann halt essen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut, geht's voll drauf, so wie ich heute und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!